Es passiert einiges und das bedeutet, es gibt eine Menge zu besprechen mit Karl Lauterbach, dem SPD-Gesundheitspolitiker, der mir jetzt zugeschaltet ist. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Lauterbach. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, guten Tag, Frau Ohm. Sie sind frisch geimpft mit AstraZeneca. Wie geht's Ihnen? Irgendwelche Nebenwirkungen? Pochern an der Einstichstelle? Irgendwas? Nein, alles gut. Ich hatte Fieber und auch etwas Schüttelfrost, aber im Rahmen des Erwartbaren, von daher alles gut vertragen und ich kann den Impfstoff nur empfehlen. Unter Ihrem Twitter-Account, da haben Sie ja auch über diese Impfung berichtet, gibt es eine ganze Menge Kommentare, die Ihnen vorwerfen, Sie hätten im Impfzentrum nur deshalb ausgeholfen, um sich beim Impfen, und ich zitiere, vorzudrängeln, beziehungsweise nochmal Zitat, eine Impfung abzugreifen. Was antworten Sie Ihren Kritikern da? Das sind ehrlich gesagt ganz wenige. Auf meinem Twitter-Account war ja 90% der Follower, die sich dazu geäußert hatten, zustimmend. Und allenfalls 5 bis 10% hatten Fragen, die habe ich auch beantwortet. Und ich will halt regelmäßig als Impfarzt im Leverkusener Impfzentrum, so wie die Zeit es mir erlaubt, mitarbeiten, um da auch etwas Praxis mitzunehmen in die Beratungen, die wir in Berlin führen. Und von daher, ich habe mich über die Zustimmung gefreut. Die wenigen Fragen habe ich auch beantwortet. So impfe ich zum Beispiel unentgeltlich und ich mache das auch in Regelmäßigkeit. Das heißt, es bleibt nicht bei dem einen Termin. Herr Lauterbach, der erste Termin mit AstraZeneca, den haben Sie jetzt also hinter sich. Was ist mit der Zweitdosis? Werden Sie sich auch da wieder mit AstraZeneca impfen lassen oder folgen Sie den Empfehlungen der STIKO, die da ja gestern gesagt hat, nach den Beratungen der EMA in Amsterdam, nichtsdestotrotz, nehmt lieber einen anderen Impfstoff? Zunächst, es ist eine wichtige Studie in England unterwegs, die von dem Wissenschaftler Van Tam geleitet wird. Da geht es darum, ob die BioNTech-Impfung als Zweitimpfung nach AstraZeneca erfolgreich ist oder vielleicht sogar erfolgreicher als die zweite Dosis mit Astra zu verimpfen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt wissenschaftlich noch nicht klar zu beantworten. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der Zweitimpfung überhaupt dran bin, also in 12 Wochen von jetzt, werden wir diese Daten haben. Dann kann man das klarer entscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur spekulieren, wie gut die Zweitimpfung mit BioNTech nach Astra ist. Und zu Moderna nach Astra gibt es gar keine Daten. Da ist auch keine Studie derzeit unterwegs, die das beantworten könnte. Und eine Zweitimpfung mit Johnson & Johnson ist wahrscheinlich nicht zu empfehlen. Und die wird auch gar nicht untersucht. Somit ist entweder die Zweitimpfung mit Astra oder mit BioNTech. Und die Daten dafür sind in wahrscheinlich 3 bis 4 Wochen da. Was halten Sie insgesamt vom Agieren der STIKO? Die STIKO hat in einigen Punkten glücklich agiert, in anderen nicht ganz so glücklich. Zum Beispiel war diese ursprüngliche Empfehlung, den AstraZeneca-Impfstoff für die über 65-Jährigen nicht zu nutzen. Die war unglücklich, weil ein Impfstoff gerade bei den Älteren die größte Wirkung zeigt. Darum hat man es aber dann jetzt auch gut korrigiert und den Impfstoff jetzt bei den über 60-Jährigen einzusetzen und bei den unter 60-Jährigen schwerpunktmäßig auf BioNTech und Moderna zu setzen, weil dort diese Sinusvenenthrombose das Problem ist, das eigentliche Problem darstellt. Das ist schon mit Augenmaß. Somit, ich gebe hier zunächst einmal niemandem Noten, auch der STIKO nicht. Aber das ist alles Arbeit im Fluss und die STIKO hat eine sehr schwere Aufgabe und macht das aus meiner Sicht sehr, sehr seriös und immer datengetrieben. Herr Lauterbach, lassen Sie uns über Sputnik V sprechen, das russische Vakzin. Bundesgesundheitsminister Spahn will ja jetzt ausloten, ob man das alles ein bisschen beschleunigen könnte, die Impfkampagne und das Beschaffen dieses Impfstoffes. Was halten Sie von Sputnik? Also von dem, was wir bisher gesehen haben, es gab ja eine gute Publikation im Lancet, die auch sehr überzeugend war. Müssen wir davon ausgehen, dass es ein sehr guter Impfstoff ebenfalls ist. Er funktioniert ähnlich wie der AstraZeneca-Impfstoff. Allerdings wird die Zweitimpfung mit einem anderen Vektor gegeben als die Erstimpfung. Das ist an für sich ein überzeugendes Konzept. Und ich glaube daher, dass dieser Impfstoff in der Fläche funktionieren kann. Man muss aber warten, bis er von der Europäischen Zulassungsbehörde geprüft ist. Jetzt heißt es aus der Slowakei gerade, ganz frische Meldung über die dpa, dass das dortige staatliche Institut für Arzneimittelkontrolle sich kritisch geäußert hat über Sputnik und sagt nämlich, das, was denen geliefert wurde, sei nicht in allen Details identisch mit dem, was eben zuvor, Sie haben Lancet gerade schon zitiert, dort beschrieben wurde. Wenn Minister Spahn jetzt am Verhandeln ist mit Russland, wie stellt man denn da sicher, dass man wirklich das Vakzin bekommt, was auch wirkt und sicher ist? Ja, das würden wir ja spätestens bei der Lieferung sehen. Ich kenne jetzt die
Berichte, die Sie gerade angesprochen haben, nicht und kann es daher auch nicht kommentieren. Grundsätzlich ist es also bei jedem Impfstoff so, dass also die Verträge eine bestimmte Lieferung genau beschreiben. Das wird dann auch überprüft, ob das dieser Lieferung auch entspricht, was angekündigt wurde. Und da sind Fehler also nicht möglich. Von daher also finde ich es richtig, dass Gesundheitsminister Spahn hier diese direkten Verhandlungen führt. Wir haben alle aus der also Bestellung aus der EU gelernt, dass also der Mechanismus über die EU zum Teil langsam sein kann, zum Teil auch die also Beschaffung also in einer Art und Weise organisiert, dass man nachher nicht genug Impfstoff hat. Das darf sich nicht wiederholen und somit das Spahn hier also quasi auch im Alleingang versucht, etwas also für uns möglich zu machen. Das ist richtig. Und wenn das Zweck haben soll, muss es schnell geschehen. Finden Sie es auch richtig, dass Bundesländer das auch selber machen, wie zum Beispiel Bayern, wo man sich ja 2,5 Millionen Dosen des, wie gesagt, noch nicht zugelassenen Vakzins schon mal gesichert hat? MacPom scheint auch dran zu sein. Das ist auf jeden Fall nicht falsch. Wir müssen jetzt pragmatisch sein. Jeder Impfstoff, der zusätzlich beschafft werden kann, ist guter Impfstoff. Und wenn die Europäische Zulassungsbehörde den Impfstoff zulassen wird, dann kann man für jede Dosis, die wir hier in Deutschland haben, kann man froh sein. Wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass auch andere Länder Impfstoff benötigen. Daher müssen wir überall, wo wir können, investieren in den Aufbau von Impfkapazität. Aber nichtsdestotrotz, also wenn Bundesländer oder der Bund hier Impfstoff besorgen, ist das pragmatisch richtig. Herr Lauterbach, weiteres Thema, was im Moment doch sehr beschäftigt und auch immer weiter hochkocht, sind Überlegungen, das Infektionsschutzgesetz dahingehend zu ändern, dass dem Bund mehr Kompetenzen gegeben werden. Was halten Sie davon? Das ist aus meiner Sicht eine Debatte, von der ich persönlich nicht überzeugt bin, dass sie uns weit bringt. Wir diskutieren darüber, wie Politik funktionieren muss in der Pandemie. Also ob der Bund viel Einfluss hat, die Länder, wie das ineinander greift, dass also, ob die Föderalismusstruktur, die wir haben, noch richtig ist. Dafür haben wir eigentlich gar keine Zeit, also über Politik zu diskutieren, sondern wir müssen Politik jetzt machen. Und also Politik machen bedeutet, wir müssen in den 2 oder 3 Wochen, die jetzt vor uns liegen, nochmal einen harten Lockdown haben. Das ist hier kein Schlagwort, sondern hat auch konkrete also Hintergründe. Wir wissen, dass B.1.1.7, diese Mutation, mit der wir derzeit ringen, fast also nie bekämpft werden kann, ohne dass man auch mit Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr arbeitet. Wir brauchen eine Testpflicht in den Betrieben und in den Schulen. Die freiwillige Testung ist nobel, findet aber nicht ausreichend statt. Mit der freiwilligen Testung alleine könnten wir es niemals schaffen. Und daher also werden wir hier nur zurechtkommen, wenn wir tatsächlich die Pflicht einführen. Darüber hinaus muss auch die Homeoffice-Pflicht kommen. Und was sehr wichtig ist, wir brauchen ein Moratorium für Lockerungen, denn es kann nicht gleichzeitig gelockert werden, während wir im Lockdown sind. Lockerung ist, glaube ich, ein Wort, was all diejenigen, die auf Intensivstationen dieser Tage arbeiten, nicht so wirklich gerne hören. Was bekommen Sie mit über die Lage? Heute ganz aktuell ja gewissermaßen eine Art von Notruf, der da auch noch mal veröffentlicht wurde. Ja, ich bin ja mit den Intensivmedizinern im engen Austausch, also auch mit den Intensivmedizinern, die die großen Abteilungen also leiten. Ich habe mich gestern noch einmal mit auch mit Professor Werner aus der Uniklinik in Essen ausgetauscht. Also bin im engen Kontakt auch mit der Intensivmedizin in Köln-Meheim. Das sind riesige also Einrichtungen. Und in der Tat, der Notruf ist also nicht nur nicht zu überhören, sondern auch begründet. Wir werden in den nächsten Wochen eine Situation haben, dass wir die intensivmedizinische Versorgung auch der Nicht-Covid-Patienten nicht in der Qualität durchführen können, wie wir es bräuchten, wenn wir nicht schnell gegenlenken. Und man muss auch überlegen, die Arbeit auf der Intensivmedizin ist nicht nur belastend und schwer und droht jetzt in die Überforderung zu geraten, sondern auch jeder, der intensivmedizinisch versorgt werden muss, hat Langzeitschäden. Also die allermeisten, die Intensivmedizin nach Covid verlassen, kommen da nicht raus, wie sie reingegangen sind, sondern es ist schon ein massiver Alterungsprozess, der dann also da stattfindet. Oft also sind Restschäden da. Wir befürchten auch, dass diejenigen, die länger beatmet worden sind, zum Beispiel auch wenn es mittelalte Menschen nur sind, also nicht die höheren Jahrgänge, sondern 40, 50-Jährige, dass der spätere, sage ich einmal, Verlust an Denkfähigkeit, an Kognition beeinträchtigt sein könnte. So eine Beatmung oder intensivmedizinische Versorgung, selbst wenn man sie überlebt, ist nichts, was den Körper wieder so herstellt, wie er früher war. Herr Lauterbach, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.
Ich danke Ihnen.